Letzte Frage an Sie beide vielleicht nochmal, denn wir haben viel über den Antisemitismus in dieser Sendung diskutiert und natürlich immer vor dem Konflikt, wie wir in Gaza erleben, werden wir diese Diskussion immer wieder führen, sobald der Konflikt im Nahen Osten wieder aufflammt. Frau Sucharewitsch, vielleicht mit einer kurzen Antwort. Ich habe Sie jetzt akustisch nicht benannt. Werden wir diesen Konflikt, werden wir die Diskussion über Antisemitismus immer wieder führen, sobald ein solcher Konflikt, dieser Konflikt wieder aufflammt? Mit Sicherheit, das sehen wir auch in den letzten Jahren, ist er eben immer wieder aufgeflammt, der Antisemitismus. Und viel hängt damit auch mit der Berichterstattung zusammen. Das heißt, die Art und Weise, wie der Konflikt immer wieder gezeigt wird, in den Medien dargestellt wird, polemisiert und radikalisiert teilweise auch. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem sollte man arbeiten. Wir werden nicht anführen, solange wir Ungerechtigkeit haben. Gerechtigkeit ist das einzige Ziel, um hier zu einer Lösung zu kommen, um hier wirklich langfristigen Frieden zu schaffen. Gerechtigkeit als oberstes Prinzip jenseits von Religion und Nationalität. Und solange wir Ungerechtigkeit haben, haben wir dieses Problem. Da können wir noch so viel über Antisemitismus Schlusswort sprechen. Dieser Debatte passt. Denn das Schlusswort... Das Schlusswort haben Sie natürlich zu Hause, Sandra. Ja, ich kann noch mal kurz resümieren, was noch die Stunde bei uns hier im Netz los war. Also was die Leute sehr, sehr bewegt und auch erschreckt hat, ist die persönliche Geschichte, dass es hier auf den deutschen Straßen einen Judenhass gibt. Das hat wirklich, wirklich erschreckt. Und was immer wieder betont wird, ist, dass es für einen Frieden auch Kritik geben sollte an der israelischen Politik generell. Alex sagt, ich finde es ein Totschlagargument, wenn man als Antisemit dargestellt wird, wenn man die Israel-Politik kritisiert. Ich sehe es als meine moralische Pflicht an, gerade als Deutscher zu kritisieren, wenn unverhältnismäßig von israelischer Seite unschuldige Zivilisten getötet werden. Vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben an unserer Sendung. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, 20 Minuten lang mit Frau Sucharewitsch im Chat zu diskutieren. Ich glaube, da gibt es noch ein paar spannende Anknüpfungspunkte. Frau Kramp-Karrenbauer, Frau Sucharewitsch, Frau Hübsch, Herr Rieksinger und natürlich Herr Hofer-Fehlge bei uns im Publikum. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank Ihnen zu Hause. Und Sandra und ich verabschieden uns bis in 2 Wochen. Dann wieder auf ZDF Info kurz 11:30. Und wir sind natürlich zu erreichen auf login.zdf.de. Dann alles auch zum weiteren Thema der nächsten Sendung. Und damit sagen wir jetzt einen schönen guten Abend aus Berlin. Tschüss.